بل بالادب تنال اعلى الرتب فعش حياه العلماء واقرا صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Das ist unsere erste Sitzung in diesem Monat Ramadan, Ramadan-Sitzungen. Wir erklären weiter die Namen-Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Letzter Ramadan, wir haben viele Namen erklärt. Das Thema sifat äh, das ist das wichtigste Thema, das es gibt. Sogar Allah subhanahu wa hat uns erschaffen, um ihn zu kennen. Also du kennst ihn, du liebst ihn, du kommst nah. Durch das wissen über Allah, subhanahu wa du kennst ihn. Wer ist Allah? Subhanahu wa und äh, wenn du ihn kennst, du liebst ihn. Du kennst die schönsten Namen. und die, die Schönheit, sie sie ist ein Mittel der Liebe. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Es ist schön. Wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, in Sahih Muslim Inna Allah Jamil, Hibbul Jamil. Allah ist schön. Allah hat die schönsten Namen. Al-Ill-Ahiel-Esma ul-Husnah verdrohbeha. Du liebst ihn, und du suchst seine Nähe. Die Art und Weise, wie du nachkommst zu ihm. Und wenn du nachkommst zu Allah Subhanahu wa Ta'ala, es bedeutet, Du, du bekommst die vollkommen Zufriedenheit, Glückseligkeit. Das Thema Nameneigenschaften hat zwei Teile. Der erste Teil, was wir studieren, immer äh, in, im Wissen die Regeln der Nameneigenschaften. Und äh, wie das Buch al Al-Tahawiyah, das ist ein Teil, das, das, ist, das ist nicht hier gemeint. Das ist ein zweiter Teil äh, des Themas. Das erste Teil, man kennt die Regeln und äh, dieser Teil ist etwas Emotionales. Das hat zu tun mit, mit, mit dem Iman. Das, ist, äh, das sind die Früchte des Wissens über Allah subhanahu wa auf dein Verhalten, auf dein Leben, auf, äh, das ist die Quelle der Stärke. Und äh, in dieser Zeit wo wir leben, die Menschen beschäftigen sich mit, mit kleinen Sachen. Mit, du findest, die meisten Menschen, sie beschäftigen sich mit, mit der Dunja, mit, mit Geld, mit Arbeit, alles. Und sowieso, der Mensch wird gezwungen, in dieser Maschine zu leben. Man lebt in dieser Maschine. Man denkt nicht nach über Allah subhanahu wa ta'ala, über die Schöpfung. Über, über, über die Nameneigenschaften Allah, SWT, über seine Lage, über sich selbst, über seine Seele, über wie man die Nähe zu Allah SWT bekommt. Man denkt gar nicht nach. Deshalb der Mensch, er, er beschäftigt sich mit kleinen Sachen. Aber um diesen Mensch zu retten, muss man ihn übertragen zu diesen großen Themen der Existenz. Das ist das Thema Uluhir. Das ist eben, al uluhia stammt von Al-Ilah. Es diese Beziehung zwischen einer menschlichen Seele und Al-Ilah. ilah, al -Ilah ist, ist Zweck der Schöpfung. Al-Ibada ist, ist der Zweck der Schöpfung. Warum existierst du in dieser Welt, um Allah subhanahu wa zu dienen? Das ist das, das ist das große Thema von der Existenz, al -Uluhia. Uh, a, jeder Mensch weiß, dass Allah existiert. Jedem, das ist nicht das Thema. Uh, Allah ist der Schöpfer, der Versorger, der Organisierer. Alle Menschen wissen das. Weil diese Welt kommt nicht von alleine. Das ist nicht das Thema von uns jetzt. Das Thema ist al Uluhiya. al Uluhiya bedeutet, das sind deine Taten, die du Allah subhanahu wa ta'ala die ta damit dienst. Du dienst Allah mit deinen Taten. Das ist der Al uluhi Al-Ilah. Das basiert sich auf der Liebe. Deshalb, das haben wir im letzten Ramadan erklärt, äh, dass El ilah basiert sich auf der Liebe und Sehnsucht. Weil der Mensch äh, er dient Allah auf Basis von Liebe und Verehrung. Und äh, man betet fastet, wir fasten, wir beten, wir gehen zu Tarawih, wir, wir machen Al-Adkar. Wir, es gibt Stufungen. Es gibt eine oberflächliche Stufung, wenn du den Koran liest, wenn du fastest, wenn du betest. Das ist gut, das ist dieser, diese Verpflichtung durchzuführen, das ist Ibadah. Aber es gibt, viele, es gibt viele Stufungen. Es gibt tiefe Stufungen, während du diese Taten verrichtest. Also, wenn du Allah kennst und du fastest, das ist was anderes, wenn du Allah kennst und du betest, das ist was anders. Wenn du den wenn Koran liest und du Allah kennst, das ist was anders. Wenn du Allah kennst und äh, du machst es das ist was anders. Das bedeutet, du sollst dich von dieser, von dieser Zone der Oberflächlichkeit zu dieser Zone der, der Tiefe. Also, das ist der Unterschied zwischen. Diese Generation, was wir leben, und die Generation von Sahabi, der Muslimen Sahabi, das ist, deshalb du liest viele Geschichten den von Sahabi, den von und du wunderst dich, wie sie waren. Warum? Weil sie Allah gekannt haben, die kennen Allah. Wa deshalb, das Thema, das Wissen über Allah, ist, das, das ist das wichtigste Thema, was es gibt. Das ist die Tür das ist die Tür der Dienerschaft, weil du dienst Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Nameneigenschaften. Um das Thema zu verstehen, wir kehren zurück. Also ich, wir, machen, wir brauchen eine Einleitung, warum das Thema sehr wichtig ist und wie verstehen wir das Thema so umfassend erstmal. Also wir, wir sind die Kinder von Adam. Und äh, niemand wird dir einen Bericht von Adam geben, außer Allah. Subhanahu wa Allah in Surah Al-Baqarah, er gibt dir eine Nachricht. Diese Nachricht findest du nicht in Büchern, außer in der Koran. Allah sagt, und alles dein Herr zu den Engeln sagte. Wo war Adam in dieser Zeit? War gar nicht da. Alles dein Herr. Schau mal, diesen Ausdruck, dein Herr. Allah subhanahu wa ta'ala selbst, deiner. Und zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Stadthalter einzusetzen. Da sagten sie, das ist sehr wichtig zu wissen, was ich sage jetzt. Das ist sehr wichtig, um das Thema zu verstehen. Da, da sagten sie, willst du auf ihr Etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergißt, wo wir dich doch lobpreisen und deine Heiligkeit lobsingen. Also hier kommt ein Mensch. Woher wissen die Engel, dass dieser Mensch bereit ist, Blut zu gießen, Unheil zu stiften? Die, die, die Engel, die haben gewusst, dass dieser Mensch solche Charakteristika hat, weil sie ihn gesehen haben. Weil im Sahih Muslim, Prophet Sallallahu sagt, Allah hat Adam erschaffen. Er ließ ihm, Masha Allah, Er ließ ihm, MashaAllah, also lange Zeit. Der Prophet hat nicht gesagt, wie lange. Adam lag da, aber alles, was als Erde, aus Erde. Also die, die Füße aus Erde, Kopf aus Erde, Augen aus Erde, Herz aus Erde, Lunge, Leber, Finger, alles. Er lag da, 30 Meter, lag auf dem Boden. Und äh, in Sahih Muslim kam Iblis zu Adam. Adam war noch nicht Adam, das ist nur, das ist nur Erde und kam Iblis zu Adam und er hat angefangen diese diese, diese Geschöpfe zu untersuchen also die erste Untersuchung äh, was ein Geschöpf gemacht hat war die Untersuchung von Iblis am Ende sagte Iblis äh, dieser Geschöpf ist, ist unfähig oder schwach und Allah sagt im Koran, Das bedeutet, wenn Iblis das gewusst hat, die Engel, die werden auch wissen, dass dieser Mensch, er ist schwach. Warum? Weil er braucht Sachen. Er ist ajwaf. Also sein Innere ist, also hat Herz, Leber, Magen. Er braucht Essen, braucht Trinken, er braucht Luft, braucht Leben, braucht viele Sachen. Deshalb, dieser Mensch ist, ist schwach. Also deshalb, die Engel sagten, es ist fähig, viel Unheil zu stiften, Blut zu gießen. Wo wir dich doch loben, das ist das Ziel. Das Ziel ist das Bih und das Tahmin und ta das Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dazu? Allah sagt, er sagt, ich weiß, was er nicht wisst. Also ich weiß, was er nicht wisst. Was weiß Allah subhanahu wa ta'ala? was die Engel nicht gewusst haben. Das ist der Hikmah, was wir jetzt, jetzt, wir müssen diese Sache wissen. Weil das, ist, das, das bezieht sich auf seine Nameneigenschaften. Und äh, danach, Allah subhanahu wa ta'ala prüfte diese, also bevor, bevor Allah subhanahu wa ta'ala Adam geprüft hat, Allah subhanahu wa ta'ala, er, er hat gesagt zu Adam, kun also in der Methele Adam, in der Methele Isa, in der Lahikemethele, Adam, der Gleichnis von Isa bei Allah, ist wie Gleichnis von, von Adam, khalaqahu min in Torah, hat ihn aus Erde erschaffen, dann sagte zu ihm, Kun Feyakun, sah, sei, und er war. Also alles Allah zu Adam sagte, Kun, dieses Wort, stand, stand auf, Adam stand auf als Adam. Mit seiner Seele, stand auf. Er ist nicht mehr Erde. Jetzt ist er Mensch. Und er ist Adam. Nicht irgendjemand anderer. Adam ist er. Die Persönlichkeit von Adam stand auf. Genau wie deine Persönlichkeit. Du hast auch, du heißt, Allah, wie du heißt, Muhammad oder Ahmed, du hast eine eigene Persönlichkeit. Also Adam stand auf. Er, Allah. Subhanahu wa er prüfte ihn. Warum? Weil Adam er hat die Wahl, nicht die Engel. Die Engel haben keinen, also die Engel, die sind Diener. Die, wird, die, die wurden nicht geprüft. Die haben keine Begierde. Die essen nicht, trinken nicht, die heiraten nicht, die haben keine Kinder, die schlafen nicht. Die sind nur da, um Allah subhanahu wa ta'ala um äh, das Tehmid und das durchzuführen. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala Adam er hat Adam geprüft mit diesem Baum. Adam hat davon gegessen. Also, hier, hier, es gibt ein Ehe in Surat al-Baqarah in dieser Geschichte. Da empfang Adam von seinem Herr Worte und darauf nahm er seine Reue an. Also, nachdem er von diesem Baum gegessen hat, er ist ja der Reue annehmende

Oder die Engel werden diesen Namen nicht benutzen. Aber dieser Mensch ist da um den Namen von Allah subhanahu wa als Mittel für sein Dua und zeigt sich die Namen Eigenschaft Allah auf dieser Existenz. Das ist eine große und vollkommene Weisheit von Allah, warum er Adam und uns erschaffen hat. Wir sind kein Engel, wir machen Fehler. Der Mensch macht Fehler. Der Mensch, der macht Fehler. Der Mensch, er, er sündigt vormittag und nachmittag, er macht die Taube. Er sündigt die Nacht und macht die Taube am Tag. Allah hat den Mensch so erschaffen. Deshalb, der Mensch. هات ام الله سبحانه وتعالى، عل نام، عل نام قلاع. الله سبحانه وتعالى ان ديزا جيشيشتي، او آه ادم تايل اينام، ازو ادم كان عل نام، زاك، بدود الله هاد ادم عل نام قلاع. ضافون دي نام فالله سبحانه وتعالى، الحي، القيوم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، الجبار، العزيز، المتكبر. Warum? Weil dieser Mensch, er braucht diesen Namen. Und wie ich gesagt habe ins, im letzten Ramadan, der Name ist, hat, mehr, hat mehr Ehre als Verb. Der, der Name weist auf Festigkeit hin in der arabischen Sprache. Der Name ist stärker als ein Verb. Äh, mit, äh, mit Namen mit Nomen und Namen kannst du Sätze aufbauen. Mit Verb. Wer braucht immer einen Namen? Deshalb der Mensch, er braucht diesen Namen. Der Mensch in dieser Welt, wo er traurig er, er spürt Schmerz, er verliert, er weint, er, er sieht viele Sachen, die ihm nicht gefallen. Du wirst in dieser Zeit, wo wir leben, die, die kleinen Leute machen, was sie wollen. Du siehst die Welt, wie sie läuft. Der Mensch, er braucht diesen Namen. Braucht Allah subhanahu wa ta'ala. Er braucht diesen Namen. Also diese Namen ist, sind die Quelle der Stärke für einen Mensch. Al-Mu'min. Nicht nur irgendein Al-Mu'min. Ich rede nicht weil Al-Muslim Al muslim Es gibt einen Unterschied zwischen Al-Muslim und Al-Mu'min und Al-Muhsin. Das sind die Stufungen, die Rangstufungen von dem Al islam Al-Muslim er betet, fastet auf eine Art Gewohnheit. Er, er, er sagt Allahu Akbar. Er spürt nicht al Gebete, während er im Gebet ist. Er spürt nicht die Dienerschaft. Er betet und khalas. Man sieht die Früchte nicht in seinem in sein Zikr. Seine Rezitation von der Koran. Man sieht das nicht. Diese Emotionen der Dienerschaft hat, hat er wenig. Deshalb Ramadan ist eine Gelegenheit, diese Stufe von Al Iman zu erreichen. Diese Stufe von Al Iman, das ist eine, das ist ein Lager, ist das, ein Lager, die man lebt. Weil wenn du Allah kennst, du bekommst Lagen. Lager bedeutet nicht nur Aussage und du tust und du und du weißt, nein, ein Lager bedeutet Du holst zu dir eine Eigenschaft. Das heißt auf Arabisch: التخلق. Das Prophet er, er redet über, über diesen Mechanismus in einem Hadith und sagt: إنما الصبر بالتصبر, وإنما العلم بالتعلم, وإنما الحلم بالتحلم. Also, إنما الصبر, الصبر, du bekommst الصبر durch التصبر, تفاعل. Die, diese Form im Arabischen, Tafa'ul, bedeutet, das ist eine Aktion der Seele, um eine Eigenschaft zu sich zu holen. Das ist nicht einfach. Du bist nicht, du, bist nicht, du hast keine Geduld, versuche As-Sabr zu behandeln. Also versuche, versuche, heute, morgen, übermorgen, bis du As-Sabr hast bis du Eigenschaft von das Sabr besitzt du hast kein Wissen du musst erzählen erzählen bedeutet du musst lernen lernen kommt nicht von einem Tag bedeutet du sollst Monate Jahre lernen bis du al ilm hast Al-Hilm du bist nicht sanftmut du sollst das versuchen immer zu zu aktivieren und dann bekommst du diese Lage diese Eigenschaft wir wollen diese Lage bekommen Lage von Al-Iman aber wie durch die, das Wissen über Nameneigenschaften. Deshalb, wir haben viele Namen behandelt im letzten Ramallah. Der, der, der beste Name, also viele Gelehrten sagen, dass der, der gewaltige Name von Allah subhanahu wa ta'ala, ist Allah. Weil äh, Allah, alle Namen kommen nach Allah. تزاكس الله الملك القدوس السلام المؤمن الله الرحمن الرحيم. هذا زاكس الرحمن الله. الله في كاين ايدنشافتون اندغ النعم. الله سبحانه، ان سوره ان ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحيو, لا تأخذه دي بجيديكاتن كومن، و بشخايبن الله. الله، نام الله، في ابن عباس زاكته، إس أبكي gulated Und alle Namen von Allah sind abgeleitet. bedeutet, sie beinhalten eine Eigenschaft. Weil in der Sprache die Namen sind zwei Arten. Es gibt Namen, die sind nicht abgeleitet. Die, haben, die besitzen keine Eigenschaft. Du sagst, ein Tisch. Was? Gibt es eine ein Eigenschaft im Wort Tisch? Nein. Aber im Wort Schreiben gibt es eine Eigenschaft. Eine, eine Tat, eine Eigenschaft. Deshalb. Manche Gelehrten sagen, der Name Allah ist nicht abgeleitet. Das ist, das ist eine Schwachmeinung. Nur Abbas sagte, der Name Allah ist abgeleitet vom Verb. Das haben wir schon erklärt. Aber ich will, ich will den Namen Allah erklären, weil die anderen Namen, die kommen, die folgen dem Namen Allah. Allah. Allah, dieser Name. Dieser schöne Name von Allah, der eigene Name von Allah. Allah existiert. Allah existiert. Und seine Existenz zeigt sich in der, in der Existenz. Also schaust, diese Existenz, diese, diese Existenz beinhaltet viele Namen von ihm, viele Eigenschaften von ihm, diese Genauigkeit, diese Schönheit. Diese Weisheit, diese äh, per perfekte Sachen, äh, diese Schöpfung, diese Rahma, diese, diese Hikma. Du siehst alles in dieser Welt. Du siehst alles. Und Al-Fetra erkennt das. Er sagt, Allah existiert und erhöht uns jetzt. Allah erhöht uns jetzt. Wo wir über ihn reden, möge Allah wa uns viel Wissen geben und äh, möge Allah subhanahu wa uns bewahren und äh, unsere Taten annehmen. Also er hört uns jetzt, er existiert. Und wenn wir äh, über ihn reden, er redet über uns vor den Engeln. Also die Engel, die wissen genau, wir hört diese Chalaqa, diese Sitzung jetzt. Also Allah ist abgeleitet von Aleh, <Sess> Alehu, Woher kommt dieser diese, Stoff von Ale, diese, Hemse, Er äh, und Lam und Her? Äh, das weiß das, das, ist, das, ist, die Bedeutung der Liebe in der arabischen Sprache. Deshalb du sagst, jemand ist wulhan wulhan bedeutet, ist ein er liebt. Und auch diese kleine von von Kamel, diese kleine die Araber sagen, also wenn sie ihm abstellen, dass er kein Milch bekommt von seiner Mutter. Die nehmen ihm ein Zelt und lassen ihn ein paar Tage. Er bleibt ein Tag, zwei, dann wird er heulen und weinen. Die sagen, al-Fasil, diese kleine. Eleha. Also, was bedeutet Eleha hier in Bezug auf dieses kleine Tier? Bedeutet, er hat seine Mutter. Die Liebe, die Liebe zu seiner Mutter hat, die sind so aktiviert. Und hat eine Unruhe verursacht in ihm. Das ist eine Bedeutung von Allah. Deshalb al diese Allah verlangt von uns al weil er Al-Ilah. Er wird angebetet mit, mit Fasten, mit Zauber, mit alles, auf Basis der Liebe. Liebe spürt man. Das Problem, wir, wir spüren das nicht, während wir ihn anbeten. Das ist das Problem das ist das problem. warum? weil wir ihn nicht kennen. wir kennen ihn nicht. das ist das problem. wir kennen allah nicht. wir kennen ihn umfassend, aber nicht im detail, wobei er de detailliert über sich selbst in den koran geredet hat. deshalb du findest, dass dieser name von allah, wenn du hörst allah, das verursacht in deinem Herz eine art furcht und Respekt und Verehrung, weil die Namen von Allah Teilen sich auf zwei, also asma ul Jamal und asma ul die Namen der Schönheit, die Namen der äh, der Majestät, al Jalal. wenn du hörst Namen von al Jalal, du fürchtest Allah. فين الدهر تي نامن فون الجمال دو ليبس ان إيه. في الله اس ده الرحمن الجميل الحكيم التواب الغفار الغفور از ديز نامن دو دي ليبس الله سبحانه وتعالى ازو الله وهمنس الله اكلات الله ان سوره الفاتحه بيجينت الله مدنام الله الحمد لله الحمد لله فيرت ان جزمت القران اكلات الحمد لله يعني الله بِزِيْتْ دي فولكم هايت من الحمد الله في رانكت من انس دي الحمد التسبيح شو مال دي انجل هاب جزاكت ونحن نسبح بحمدك تسبيح إن سورة الإسراء الله زاكت وإن من شيء إلا يسبح بحمده أزو ألس فيون التسبيح دوش ألس ألس بس دوزي دي بويمة دي ألس إذ كان إيمان فن أويش فخاغن التسبيح الله زاكت ألم مخن التسبيح منش قلاتن دي هم قزاك التسبيح زوا Weil es al Koran diese diese viele viele Ayat die zeigen dass dass die Geschöpfe die wir sagen die sind Gegenstände die machen es in Sahih Bukhari Muslim der Prophet er redete über 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 die härteste Geschöpf in der Welt ein ein Berg Berg von Uhud Prophet sagt der, zu Sahaba der Berg Uhud ist ein Berg, er liebt uns und wir lieben ihn. Also, Prophet erfügt diese ein Liebe zu einem Berg. Das ist wahr. Ein Stamm kam zum Prophet, die haben ihm gesagt: Woher sollen wir wissen, dass du ein Prophet bist? Er nahm kleine Steine, die haben eine Tesbih auf dem Hand von Prophet gemacht. Prophet sagt in Hadith Rawal Bukhari, ich war in Mekka, war ein Stein, hat mich begrüßt, habe ihn begrüßt. Es ist wichtig jetzt, was ich sage, damit ich, bekomme rein in eine Bedeutung, das ist sehr wichtig. In anderen Hadith, Mutterwelt hier, Prophet, er, er nahm ein, 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 ein Stamm von einem Baum in, in Jumu'ah, wo er seine Predigt gemacht hat, diese, diese, diese Wurzel von diesem Baum war hinter, hinter ihm und äh, ein Sahabi hat für ihn für ihn ein Minbar gemacht Professor er verließ diese Stamm von diesem von diesem Baum von dieser Palme und ging zum sein Minbar diesen diese Stamm diese Wurzel von diesem Palme hat angefangen zu heulen alle Sahabi haben das gehört was bedeutet das alles? Es das bedeutet, dass wir leben in einem anbetenden Welt. Alle sind Anbeter. Alle. Um diese Bedeutung anwesend zu sein in deinem Leben, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Es braucht viel Kraft, braucht viele Leistungen, braucht viel Arbeit. Um diese Bedeutung vor Augen zu haben. Dass du lebst in einem Welt der Anbetung und alles was du siehst sind Anbeter. Die machen das Tschwehe, diese 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 Rebade von einem Was du, du sagst, Subhanallah, 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 Subhanallah. Alle sagt das. Die Bäume, was du siehst, alle die Steine, was du siehst, alle die Ameisen, die Vögel, alle machen Tschwehe. Aber kannst du das Kannst du es verinnerlichen, kannst du damit leben, du lebst und du weißt, dass diese Welt anbeter ist. Das, ist. das braucht viel Arbeit, um diese Schönheit zu leben. Deshalb, die Rechtleitung ist ein Genuss. Die Rechtleitung ist ein Genuss. Das Problem, dass der Mensch, erlebt lebt 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre und er genießt nicht diese Dienerschaft. Er genießt das nicht. Sehr viele Gelehrten redeten von einem Paradies auf Erde. Die redeten von einem Paradies auf Erde. Also viele Texte, er liest viele Texte. Viele Gelehrten, die redeten über dieses Paradies auf, auf Erde. Dieses Paradies stammt vom Wissen über Allah. Wa Wissen über Allah. Wa Und diese Nähe zu Allah. Man spürt diese Nähe, dass Allah nah ist. Im Gebet. Prophet salallahu alaihi wa er betete mit also Abdullah bin Mas'ud betete mit dem Prophet salallahu alaihi wa einmal und bin Mas'ud sagt, der Prophet hat mit Al-Baqarah angefangen er sagt, er wird Al-Rukuh machen, er wird Al-Rukuh machen. Das ist ein Sahabi, ist das. Also wir reden über ein Sahabi, sein seine Qualität ist hoch. الثانية جيله، المسعودي، أين قلته، أين الصحابة، أين أنبيته، صلى الله عليه وسلم، البقرة آل عمران النساء، ابن مسعود إيم كنت أبو بكر، أوه، تسي عبدهن بكر، عبد الله بن الزبير von seinem Schüler al Jubeir. Also wenn du liest, wie Gebete von ihnen waren, es das bedeutet, dass während des Gebetes, das war keine Aufgabe, keine Last wie bei uns. Wir wollen nur schnell beten. Ich, ich sage das und das ist wirklich traurig, dass die Lage so, warum ein ist so, weil die Lage ist so, vom Gebet, vom Wissen über Allah. Warum die Lage ist so? Weil weil unser Lage ist so mit Gebet dieser Bedeutung was ich jetzt sage und ein Sahabi der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ihn beauftragt zwei Sahaba die waren beauftragt die Armee von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zu beschützen und die waren im Rand die waren weit von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und ein Sahabi sagt zu anderen, welche Teil von Nacht willst du schlafen erster Sahabi sagt Gib mir den ersten Teil. Er schlief. Der andere Sahabi hat an, angefangen zu beten. Da kamen die die, die und die haben ihn mit einem Pfeil getroffen auf seinen Rücken. Also er blutet und er betet weiter. Die haben ihn mit dem zweiten getroffen. Er betet, als sie ihn mit dem dritten trafen, er hat er hat schneller Ruku' und das Sujud gemacht und hat seinen Freund, das Sahabi, wach gemacht. Der andere war schockiert. Sag, warum hast du nicht wach? Sag, ich wollte, ich habe ein Sora angefangen und ich wollte sie nicht brechen. Das ist, das ist, das ist, das ist die Vollkommenheit. Aber warum? Weil sie Allah kennen. Er, er liest den Koran und er genießt. Er liest den Koran und er ist im Paradies. Es gibt viele Beispiele. Deshalb, diese Sitzungen ist ein Versuch, das Wissen über Allah SWT zu mehren. Und das heißt nicht, dass wenn du das hörst, nein, du musst arbeiten damit. Du musst mit dieser Bedeutung arbeiten. Wie kann ich arbeiten? mit dem Koran? Du sollst mit dem Koran arbeiten. Es gibt eine Art Rezitation, werden wir auch darüber reden, nicht nur diese schnelle das ist auch gut diese Schnelle ist auch gut die weckt dich die lässt dich nicht unachtsam du kriegst viele Belohnung Alhamdulillah. aber es gibt eine Art Rezitation, wo du diese Sachen bearbeitest, das sollst du arbeiten du, du arbeitest das heißt arbeit ist halt Prophet Sallallahu Alaihi er mit äh, er wollte Sahaba verheiraten sah und fragt Sahabi wie viel, also er sagt zu ihm, das Wort Ma'aka, mit, das heißt nicht, was du lernst. Nein, das heißt, was, was hast du an Bedeutungen, die fließen in deinem Blut? Das sind wie ein Glied von dir geworden. Ja, das, ist ein, das ist eine große Bedeutung. Bedeutet, dass der Koran ein Teil von ihm geworden ist. Wie, wie Aisha über den Prophet, die wurde gefragt über seinen Khuluq, seinen Charakter, sagt: keiner Khuluq, den Koran. Er liebt mit dem Koran. Bedeutet, es gibt eine Arbeit. Das ist Arbeit. Wenn du jetzt, wenn wir erklären die, die, die Namen von Rahman, und du liest die, 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 die Namen von Rahman in Koran mit ihrem Kontext, weil Allah redet über eine Sache und dann sagt, in wa tawwab rahim. Warum sagt er tawwab rahim in diesem Kontext? Wenn du den Koran liest, du sollst diese Bedeutung aktivieren, auch in deinem Leben. Die, die Geschichte von Jonas zum Beispiel und die Geschichte von Propheten, die beziehen sich auf Nameneigenschaften. Am Ende der Geschichte, Allah erwähnt zwei Namen. Warum erwähnt Allah zwei Namen? Und auch in unserem Leben, wenn du was brauchst, du zum Beispiel, du jetzt kommt Ramadan, du, sollst, du sagst Bismillah, ich, ich, ich beginne diesen Monat mit, mit Allahs nameneigenschaften Weil ich will Ar-Rahma, ich will Rechtleitung, ich will, ich will alles. Ich will alles. Und diese Namen von Allah die beziehen dich auf Sachen. Weil Ar rahma du brauchst ein rahma weil du schwach bist. Du brauchst Rizq, weil du arm bist. Du brauchst Gesundheit, weil du krank bist. Du brauchst Stärke, weil du schwach bist. Du brauchst das, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist der Rabb, er gibt alles. Also wir brauchen ihn, wir brauchen Allah wir werden, wir werden mit diesen Bedeutungen leben inshallah. Möge Allah dass er uns diese Bedeutungen verinnerlicht. Wir wollen diese Bedeutungen bei uns im Herzen haben. Dass diese Bedeutungen mit uns sind. Nicht, wir hören jetzt und dann gehen wir und dann, dann leben wir die Gewohnheit. Du, du betest und du spürst nichts kalt, alles kalt. Weil es gibt kein, kein Licht im Herzen. Also, das ist, was wir von Allah Wohnen. Deshalb wir beginnen diese Sitzung mit Allahs Namen und Eigenschaft, Weil wir brauchen von Allah alles. Das ist unser Plan, inshallah. Morgen es gibt keinen. Morgen um 5 Uhr in selben Zeit es gibt es einen Vortrag über den Koran. Wir werden über das reden: über diese, wie arbeitest du mit dem Koran? Das, das ist das Thema. Wie arbeite ich mit dem Koran? Wie behandle ich meine Krankheiten mit dem Koran? Ja? Wenn du den Koran liest, wie diese Ayat heil dich, das ist das Thema von morgen, Koran. Im selben Zeit, inshallah, Und danach, in den nächsten Tagen, äh, erklären wir weiter die Namen. Wir haben im letzten Ramadan 25 Namen erklärt. Wir machen weiter, inshallah. Möge Allah subhanahu wa unser Fasten annehmen und unsere Taten annehmen. Möge Allah subhanahu wa uns helfen, und um ihn zu kennen. ميغا الله سبحانه وتعالى uns helfen in to kennen, in to lieben, and not to him to come. الله سبحانه وتعالى uns فيل كافت geben, um القران quran <hesitation> ميرمالs in this month to be سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.